Wir sind alarmiert worden zu einem Dachschulbrand. Als ich vor Ort war, fand ich ein landwirtschaftliches Gebäude vor, welches in Vollbrand stand. Also es ist hier ein alter Gulfhof, im hinteren Teil üblicherweise Tiere und Futtermittel gelagert. Der ganze Dachstuhl stand im Vollbrand und drohte dann schon überzuschlagen auf den vorderen Wohnteil. Große Schwierigkeiten bereiten uns hier die Wasserversorgung. Wir sind hier mit 6 Ortsfeuerwehren vor Ort und haben 3 Brandabschnitte. Eine Drehleiter, die eine eigene Wasserversorgung braucht, und die Wasserversorgung hier ist relativ weit auseinander, sodass die Wasserversorgungswege recht lang sind und erst gelegt werden mussten. Die Bewohner sind im Urlaub, gemeldet haben, dass die Eltern, die nebenan wohnen, in dem Gebäude befanden sich noch Tiere, Kühe, tragende Kühe und Kälber. Alle konnten wir leider nicht retten. Wir sind da noch bei, Kälber zu retten. Wir mussten aber auch Tiere sedieren, die leider dann nicht zu retten waren. Ja, die Nachbarn sind hier eine große Hilfe, alles Landwirte und alle mit Sachverstand, die natürlich bei der Tierrettung helfen konnten. Aber wir konnten auch noch Maschinen aus dem Gebäude ziehen, sodass dort auch noch Sachwerte gerettet werden konnten. Wir sind hier mit 6 Ortsfeuerwehren mit knapp 120 Einsatzkräften. Wir haben die Drehleiter aus der Stadt Leer hier. Der Logistikzug ist alarmiert, der uns hier mit Getränken und Nahrungsmitteln versorgt. Dann haben wir hier vor Ort die EWE und die SEG Florian zur Sicherstellung der Einsatzkräfte, falls denen was passiert. Wir werden die Brandbekämpfung fortführen. Das Stallgebäude brennt noch, weil dort Stroh und Heu gelagert ist. Das werden wir gleich mit einem Bagger ausfahren und dann dort ablöschen. Wir werden weitere Maschinen bergen und wir werden auch die verendeten Tiere bergen müssen. Brandursache muss die Polizei ermitteln, ist derzeit überhaupt völlig unklar.